Männer, aufgepasst, heute geht es um Prostata. Mit zunehmendem Alter nehmen auch Probleme mit Prostata zu. Das hat unterschiedliche Ursachen und darüber reden wir heute. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es sich hier um ein Ungleichgewicht im Hormonbereich befindet zwischen drei Hormonen, die maßgeblich dazu eine Rolle spielen. Einmal ist das Östrogen, dann ist Testosteron und auch Insulin. Wenn man sich einen stark übergewichtigen Mann anschaut, dann sieht man einen dicken Fettring um den Bauch herum, dann sind wahrscheinlich die Brüste auch vergrößert. Eindeutige Hinweise einmal auf zu viel Östrogen im Körper, aber auch zu viel Insulin, wahrscheinlich Diabetes Typ 2 schon vorhanden. Mit ansteigenden Östrogen und Insulin sinkt auch Testosteronwert. Und wenn man sich wiederum einen gut durchtrainierten männlichen Körper anschaut, der schlank ist, dann vermutet man schon intuitiv richtig, dass dort viel mehr Testosteron vorhanden ist als bei einem übergewichtigen Mann. Jetzt gucken wir, welche Ernährungsgewohnheiten führen dazu, dass die Testosteronwerte nach unten gehen und die zwei weiteren wiederum nach oben. Es gibt zwei Gruppen von Lebensmitteln, die nicht nur für die Prostata sehr schädlich sind, das sind Zucker und Alkohol, das ist gesamt für dein Wohlbefinden schädlich. Also die treiben tatsächlich Insulin- und Östrogenwerte nach oben und Testosteron nach unten. Dann gibt es noch eine Gefahr für die Prostata, und zwar wenn du bei einer Pommesbude vorbeiläufst und dir irgendwelche frittierten Produkte kaufst, dann bedenke, dass die Öle, die dort verwendet werden zum Frittieren, meistens billige pflanzliche Öle sind, mehrfach ungesättigt, und wenn sie erhitzt werden, dann produzieren sie jede Menge Toxine. Und diese Toxine sind nachweislich schädlich für deine Prostata, aber nicht nur dafür, auch deine gesamte Gesundheit leidet unter diesen Transfetten. Diese findest du sowohl in diesen frittierten Produkten, aber auch in allen Industriebackwaren kannst du diese Transfette finden. Also vorsichtig, nicht nur frittierte Pommes sind hier gefährlich. Dann gibt es noch eine Gruppe, die ich überraschenderweise bei der Recherche für dieses Video gefunden habe. Und zwar, es zeigt sich, dass rotes Fleisch, besonders gegrillt, sehr schädlich für die Prostata ist. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien. Einige Links zu diesen Studien findest du unten in der Beschreibung. Was wäre also die Lösung? Zuerst verzichte auf diese alle Produktgruppen, die ich jetzt genannt habe. Wenn du aber dennoch ein bisschen Zucker haben möchtest, dann gibt es durchaus natürliche Alternativen. Honig wäre eine davon, Birkenzucker oder vielleicht Kokosblütenzucker, das sind auch natürliche Alternativen. Schau mal bitte nur, dass das erstklassige Bioproduktion ist und wirklich keine Zusatzstoffe vorhanden sind. Wenn du zu deinem Mittagessen ein oder zwei Gläschen von Rotwein trinkst, dann geht das auch gut. Rotwein hat sehr viel von Flavonoiden, aber auch von Resveratrol. Das sind Substanzen aus den Weintrauben, die deinem Körper durchaus zugutekommen. Wenn du mehr als zwei Gläser trinkst, dann kommen wiederum die negativen Ergebnisse von dem Alkohol ins Spiel, und das ist nicht zu empfehlen. Dann kannst du dir dein Eiweißkonsum ein bisschen unter die Lupe nehmen, viel weniger Fleisch verzehren, das haben die Wissenschaftler herausgefunden. Die pflanzlichen Varianten wären vorzuziehen. Gibt es auf dem Markt genug Angebote? Wiederum hier das gleiche, höchste Bioqualität ist zu empfehlen. Dann schau mal bitte nach dem Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die du zu dir nimmst. Reduziere bitte die Omega-6-Anteile, das sind die gewöhnlichen Fette. Versuche mehr Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen, die findest du zum Beispiel im Fisch, aber auch in Algen. Algenöl zum Beispiel ist ein sehr guter Lieferant von Omega-3-Fettsäuren. Übrigens, die Fische essen die Algen, und davon kommen sie auf diese Fette auch.
Dann wären ein paar Supplemente möglich, die stark Testosteronwerte nach oben treiben, vorausgesetzt du meidest die bis jetzt genannten Lebensmittel. Und die kannst du dir auf jeden Fall besorgen. Einmal ist das Sägepalmextrakt, was in Kombination mit Brennnessel sehr gute Resultate hervorbringt. Dann ist Ashwagandha als nächster Kandidat und Kürbiskerne. Und wenn du die Wirkung von Kürbiskerne noch steigern möchtest, dann besorge dir Kürbiskernöl. Und wenn du dieses Öl für deinen Salat verwendest, dann ist das noch besser. Ich habe jetzt über die Ernährung gesprochen. Es gibt aber auch einen Bereich aus dem geistigen Wesen eines Mannes, und zwar dein Erfolg erhöht den Testosteronwert. Wenn du zum Beispiel bei einem Kampfsport gewonnen hast, dann geht automatisch der Testosteronwert nach oben. Wenn du ein Projektleiter bist und erfolgreich ein Projekt zu Ende geführt hast, alle Kollegen klopfen dir auf die Schulter. Deine Zufriedenheit geht nach oben, dein Selbstwertgefühl steigt nach oben zusammen mit dem Testosteronwert. Das sind also typisch männliche Eigenschaften, die du pflegen kannst. Ich hoffe, damit habe ich dir geholfen, das Problem ein bisschen zu beleuchten, und ich werde mich freuen, dich nächstes Mal wieder bei meinem Video begrüßen zu dürfen. Also, bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao.